Jo Leute, David von Eidesanisch hier. So, jetzt nach der letzten De-Abo-Welle wieder durch mein Speed-Art, hatte ich gedacht, okay, mache ich wieder ein Tutorial und deswegen hier wieder was für die Einsteiger unter euch, Beginner. Und zwar ganz schnell, wie ihr so Medikamente erstellen könnt, also quasi Quickie. Und ist wie gesagt ganz schnell und ganz einfach. Deswegen machen wir uns hier mal als eine Kapsel. Die Kapsel machen wir drin auf 90 Grad. Und dann machen wir erstmal ungefähr so, wie wir haben wollen. Ich denke, so sollte okay sein. So. Dann gehen wir erstmal bei den Darstellungen auf Quadratschnitt Linien. Da haben wir die Linien. Dann gehen wir mit der Maustaste, rechte Ansicht. Drücken wir C auf der Tastatur. Und gehen auf unser Werkzeug hier, unser Polygon-Auswahl-Tool, gehen auf Live Selection, Rechteck, obwohl, bevor wir es machen, sorry, nicht Rechteck, ist aber egal, wir kriegen rechte Maustaste erst als erstes, brauchen ein paar Löcher, deswegen machen wir Loop. Dann nehmen wir uns hier das mittlere Ding hier und schneiden sowohl rechts als also links als auch rechts zwei Linien rein. So, jetzt gehen wir auf unser Rechteck-Werkzeug-Tool, stellen aber sicher nur sichtbare Elemente selektieren, also dass da kein Häkchen gesetzt ist. Und wir drücken irgendwo hin und ziehen uns erstmal eine Linie, also erstmal ein Kästchen. Das war das, die Seite selektiert haben. Gehen dann auf Selektieren. Einfrieren, dann haben wir hier so ein Dreieck, das heißt, wir haben die eingefroren. Dann wählen wir uns die andere Seite aus. Voilà. Gehen wieder auf Selektieren, Einfrieren. Haben wir wieder ein zweites Dreieck und dann gehen wir auf unser Live Selection Tool. Gehen hier auf sichtbare Elemente selektieren raus. Und wählen uns unsere Mitte an. So, und dann machen wir dasselbe Spielchen wie auch. Selektieren und einfrieren. Oh, sorry, Quatsch. Denn jetzt hat das natürlich so gemacht. Also, wenn ihr dürft halt das Dreieck nicht selektiert haben. Also, ihr müsst einfach rausklicken und einfach die Kapsel an selektiert haben. Weil ansonsten kopiert, sonst überschreibt ihr die Selektion. Das wollen wir nicht haben. Deswegen selektieren, selektieren, einfrieren und voilà, haben wir drei jetzt. So, dann machen wir uns einfach ein Material. Nehmen wir uns mal, ich denke, so Purple. Denke, das ist in Ordnung. Das Tweaking können wir gleich machen. Dann unsere Zentralansicht. Dann wählen wir unser erstes. Mache ich hier mal unser zweites aus. Also gehen wir einfach Doppelklick auf das rechte, auf das Dreieck. Dann ziehen wir uns die hier rauf. Dann obwohl machen wir, ne doch, machen wir gleich. Okay. Hier machen wir das, ja, gucken wir mal, machen wir mal grün. Und wählen uns unsere erste Selektion an. Und dann nochmal machen weiß und nehmen unsere letzte Selektion und packen da weiß drauf. So, jetzt nehmen wir uns ganz kurz nochmal die mittlere Selektion, also eine Seite, weil jetzt haben wir das ja eben erdig alles. Da normalerweise Kapseln immer so ein bisschen versetzt sind, machen wir das auch. Und zwar haben wir jetzt die Selektion ausgewählt, gehen wir auf Extrudieren und nur ein Tickchen extrudieren wir nach oben. Also das war wirklich nur ein bisschen haben. So. Sollte okay sein. Und ja, dann machen wir uns erstmal, also machen wir das weg, erstmal, dass wir nicht mehr sehen können.
Also hier einfach haben wir die zwei Punkte. Da wählen wir das oberste ist, dass wir das nicht mehr sehen können. Und das zweite wäre, dass es nicht mehr im Render zu sehen ist. Dann machen wir uns mal eine Pille. Und zwar, also so ein, ja, so ein, ja, wir werden sehen. Machen uns einen Zylinder, gehen erstmal unsere Objektansicht, also Objektselektion. Machen uns das mal ganz klein. Machen wir erstmal so. Dann gehen wir hier auf Deckflächen, Rundungen. Machen wir natürlich die Segmente 1 und ziehen das ein bisschen nach oben. Ich glaube, so ist es in Ordnung. Ja. Dann nehmen wir uns ein bei unseren Transformationswerkzeugen am Balk. Den schieben wir unterhalb von dem Zylinder. Und dann gehen wir hier auf Objekte anpassen. Dann zieht er sich hier genau die Größe des Objekts. Und gehen wir einfach mal auf Stärke ein bisschen größer. Ich glaube, 8 ist okay. So, dann machen wir uns neues Material. Weiß, ja, so grau ist okay. Obwohl, machen wir uns vielleicht mal ein hellblau. So quasi so wie Viagra, auch wenn es kein Viagra ist, aber. Und ziehen wir das hier rauf auf unseren Zylinder. Und dann machen wir uns aber noch bei Relief. Machen wir Textur, machen wir ein neues. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Also jetzt gehen wir in ein neues rein. Müssen wir bei neues, können wir uns die jeweiligen Shader aussuchen. Ich denke mal, suchen wir uns irgendwas, was halt sehr. Ja, gehen wir mal auf Cell Noise, nee, Turbulenz. Ja, okay, Turbulenz könnte okay sein. Wir können sie mal rendern. Ups. Deswegen machen wir aus dem Rendern. Ja, okay. Doch, das könnte okay sein. Super, das ist schon mal ganz gut. Gehen vielleicht nochmal hier. Schauen wir mal, wie es aussieht. Gehen wir hier auf die Textur, gehen auf Projektion, auf Flächenmapping. Gucken wir mal. Ja, okay, super. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Gehen wir auf Zylinder nochmal, gehen auf Objekt und machen wir den Umfang natürlich ein bisschen größer. Also ein bisschen mehr Selektion. Ein bisschen mehr Poly-Sec. Na, jetzt habe ich deutsche Sprache. Schwere Sprache. Machen wir mehr Segmente. Da war's. So, jetzt machen wir uns einen neuen Lightroom. Und zwar wieder den Standard-Lightroom wie immer. Und zwar nehmen uns eine Ebene. Ebene machen wir ein bisschen größer. Dann nehmen wir uns unser Transformationswerkzeug biegen. Dann gehen wir erstmal bei Größe auf 0. Dann machen wir hier die Größe, ja, ungefähr so. Und dann machen wir die Größe, ziehen wir weiterhin. Und dann ziehen wir es hoch. Jetzt gehen wir bei Biegen. Machen wir das doch ein bisschen kleiner. Ich denke, das ist okay. Gucken wir mal, machen wir 90 Grad. Und dann drehen wir uns das mit unserem Rotation Tool ungefähr so. Ziehen uns das dann rein und ziehen unser Biegen unterhalb von der Ebene. Voilà. Jetzt haben wir sowas. So, jetzt müssen wir natürlich nochmal. Ja, okay. Doch ein bisschen größer. So. Ja, okay, sehr wahrscheinlich müssen wir das ein bisschen größer ziehen insgesamt. Hab's nicht. Da ist dann die Ebene. Ihr könnt euch, wenn das ein bisschen zu klumpig ist hier, könnt ihr auch einfach mal bei der Ebene die Segmente höher stellen. Also beispielsweise 200 mal 200. Also fürs Rendern ist es egal, ist halt einfach nur mehr, einfach smoother. So, dann nehmen wir uns unseren Zylinder.
schieben den erstmal ein bisschen nach oben. Und dann nehmen wir uns unsere Kapsel. So, die Kapsel ziehen wir uns natürlich auch hoch. Machen wir das Ganze ein bisschen kleiner natürlich. Ich denke, so ist in Ordnung. So, ja, okay. Ja, so ist okay. Machen wir gleich natürlich den Zylinder auch nochmal kleiner. Ich denke, so ist gut. Ja, passt es, wenn man das in Relation setzt. Ich denke, es ist okay. So, dann nehmen wir uns ein Mograph, ein Cloner. Packen wir den Zylinder in den Cloner und auch die Kapsel in den Cloner. Ne, okay, machen wir erstmal Step by Step. Okay, erstmal machen wir unsere Kapsel rein. Bei der Kapsel, also beim Cloner, machen wir nicht auf Lineal, sondern auf Gitter. Dann machen wir hier natürlich die Anzahl erstmal. Ja, 1. Dann ziehen wir uns das natürlich ein bisschen weiter hoch. Und machen wir uns das ein bisschen auseinander. So, jetzt nehmen wir uns, also wenn wir unser Klon selektiert haben, bei Effector auf Zufall. Bei Zufall können wir natürlich diverse Parameter ändern, aber was eigentlich wichtig ist, ist der Winkel, damit es nicht so ja, gleich aussieht. Ja, ich denke, so könnte das was werden. Ja, verschieben wir das, wie gesagt, ein bisschen. Ich denke, so könnte das was werden. Ich denke, so sieht das gut aus. So. Okay, das sieht mir noch ein bisschen zu gittermäßig aus. Okay. Ja, okay, gut. So sieht das doch schon mal ganz gut aus. So, dann müssen wir uns den Lightroom doch ein bisschen größer machen. Dann ziehen wir uns den einfach ein bisschen hier an der Seite. Schwupps. Bisschen länger. Ist eigentlich egal, wie groß. So, dann nehmen wir unseren Zylinder. Zylinder packen wir auch unseren Kloner. Und wie wir sehen können, ist der Zylinder jetzt auch geklont. Also in denselben Attributen wie im Kloner vorgegeben. So. Ich denke, das ist okay. Einen Moment. Ist doch ein bisschen zu weit. Ja, okay. Ja, so ist doch fein. So ist fein, fein, fein. Rennen wir es mal. Okay, das sieht doch schon mal ganz okay aus. So, jetzt machen wir uns weiß für unseren Hintergrund. So, jetzt kommen wir zum Rest der Textur. Und zwar gehen wir unseren Purple rein, gehen auf na, Reflexion hinzufügen. Ist eigentlich egal, was im Shader wir machen. Gehen wir auf Fresnel, gehen wir auf Fresnel, gehen wir auf Leiter. Also ich habe mal ein Tutorial zu gemacht. Wenn ich es finde, verlinke ich das unten und eventuell hier in Infobox nochmal. Könnt ihr euch gerne angucken, da habe ich nochmal genau im Detail gehe ich drauf ein bei diesen Reflexionsgedöns, was es alles heißt. Habe ich ein ganzes Video zu gemacht zu den einzelnen Punkten. Ja, könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn ihr da nicht, wenn ihr da mehr zu wissen wollt. So, genau, haben wir hier den als Leiter, gehen wir Presets, gehen wir dann auf Rhodium mal, gehen dann hier auf Invertieren und Opak. So, dann machen wir dasselbe im Endeffekt
Auch mit der Reflekt mit Grün. Leiter, Presets, Rhodium. So, invertieren, opak. So, das dürfte was schon mal was werden. Jetzt gehen wir rein auf Voreinstellungen, Effekte, Ambient Occlusion und Global Illumination. Und jetzt machen wir uns aber noch ein paar Lichter. Und zwar ein Licht hier ungefähr der Seite und ein Licht auf der anderen Seite. Ungefähr hier. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Ja, okay, gut. Jetzt ist es natürlich ein bisschen zu krass mit den Lichtern. Eventuell selektieren wir Lichter, gehen auf Intensität, vielleicht so 50%. Müssen wir mal gucken, wie es jetzt genau aussieht. Ja, okay, gut, müssen wir ein bisschen tweaken. Ah, das ist natürlich jetzt immer lästig. Gehen wir wieder auf 100. Wo haben wir das ein Licht? Ups, nicht beide Lichter. Sorry, eins löschen wir mal ganz kurz. So, machen wir vielleicht eine Lichtquelle nur hier oben. Vielleicht ist es ausreichend. Sollte okay sein. Ja, okay, super, perfekt. Ja, eine reicht sogar aus. Ja, das ist schon mal okay. Jetzt suchen wir uns vielleicht doch eine andere Perspektive. Und das Blau machen wir noch ein bisschen anders. Gucken wir mal, wie es ausschaut, wenn wir das jetzt auch machen mit Fresnel. Leiter. Rhodium. Gehen wir mal auf Relief. Machen die Reliefstärke mal ein bisschen höher. Vielleicht kann man die sogar besser erkennen dadurch, weil das ist doch relativ klein, die Tablette. Ja, okay, sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Sehr gut, das sieht man halt. Das ist natürlich. Machen wir da kein Problem. Müssen wir es aber ganz kurz nochmal länger ziehen, damit wir das halt nicht sehen hier. So. Gehen wir hier auf. Machen wir doch hier. Machen wir dann. Weil die globale Größe könnt ihr, wenn ihr das runtersetzt, dass es halt auch ein bisschen kleiner wird. Das Gepixel quasi. So. Ja, okay, das sieht doch schon mal ganz in Ordnung aus, würde ich sagen. Das Grün, Blau machen wir vielleicht doch eine andere Farbe rein. Machen wir vielleicht noch ein bisschen blauer. So, jetzt machen wir uns nochmal zum, dass es ein bisschen besser aussieht. Kamera. Machen wir uns, na. Wo haben wir es? Na, Mensch, blöd. Details. Schärfentiefe. Gehen wir hier bei den Rendervoreinstellungen auch auf Objekte. Schärfentiefe. Und jetzt können wir rechte Maus, dass die hier ein bisschen gucken, wann die anfangen sollen und enden sollen und sowas. Deswegen, ich mache das hier mal in die Mitte. Und jetzt gucken wir mal, müsste es eigentlich was werden. Ja, okay, müssen wir noch ein bisschen hintersetzen. Und ach so, und wir müssen natürlich die Kamera aktivieren. Ich Idiot. Ja, und wie wir sehen können, hier haben wir das relativ scharf und hier langsam geht es Richtung unscharf.
Also, ja, das finde ich uns für die Dauer jetzt eigentlich ganz okay. Deswegen lassen wir es erstmal dabei. Also, so könnt ihr euch schnell irgendwelche paar Medikamente erstellen, also gegen Corona oder so und ausdrucken. Ja, ansonsten würde ich sagen, hoffe ich, hat euch gefallen. Könnt mir gerne ein Abo dalassen, würde mich echt freuen. Beziehungsweise keine D-Abos, das würde mich noch mehr freuen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zusehen, haut rein und ja, gib mir einfach ein bisschen Feedback. Ansonsten würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.